Das ist der dritte Teil von Warum Dezibel? Und in diesem Teil geht es darum zu lernen, wie man mit Dezibel rechnet. Also wie addiere ich zwei verschiedene Werte miteinander oder wie mittel ich die? Das kann man entweder im Kopf machen, da zeige ich Ihnen einen ganz einfachen Trick. Man kann einen normalen Taschenrechner nehmen, auch damit geht es möglich, oder mit professionellem Equipment, wie kann man damit einen Mittelwert berechnen? Alles das in diesem Video. Wir fangen jetzt mal ganz einfach an. Ich möchte ausrechnen 60 Dezibel plus 60 Dezibel. Ich muss jetzt gar nicht zurückrechnen auf den Ursprungswert dieser 20 µPa, denn beide Werte beziehen sich auf diesen gleichen Referenzwert. Das sind also zwei Verhältnisse, deswegen ist der Ursprungswert nicht wichtig. Ich kann direkt die Verhältnisse miteinander verrechnen. Bei Dezibel haben wir gelernt, das ist so künstlich mal 10 genommen, der Wert. Das heißt, erster Schritt, wir teilen die Dezibelwerte durch 10 und das ist ja die 10 hoch x, das Verhältnis von zu unserem Referenzwert. Das heißt, wir müssen genau das rückwärts rechnen. Wir schreiben also 10 hoch 6, 60 durch 10, plus die anderen 10 hoch 6. Das rechnen wir aus. Und von dieser Summe, jetzt wieder zurück, den 10er Logarithmus, das Ganze mal 10 und dann haben wir den neuen Dezibelwert. Dann nehmen wir am besten einen Taschenrechner. Also 10 hoch 6, das ist 1 Million, plus, man tippt 6, 10 hoch x bei meinem Rechner, das sind 2 Millionen. Und davon jetzt 10er Logarithmus, den mal 10, haben wir 63 Dezibel. Das ist das Ergebnis der Summe. Und mit der Methode können Sie immer zwei Dezibelwerte einfach mit dem Taschenrechner zusammen addieren. Hier kommt mal ein kleiner Trick, damit es ein bisschen schneller geht und man auch ohne Taschenrechner rechnen kann. 10 hoch 6 plus 10 hoch 6 ist ja nichts anderes als 10 hoch 6 mal 2 in Logarithmus mal 10. Und da gibt es eine Regel beim Logarithmus. Das Produkt kann man aufteilen in zwei Summanden. Das heißt, wir können sagen, das ist 10 mal Logarithmus von 10 hoch 6. Der erste Summand und dann plus 10 mal den Logarithmus von der 2. Ist dasselbe. So, den Teil kennen wir bereits. Das lebt sich ja gegenseitig auf. Das ist wieder die 60 Dezibel. Und hier kommt jetzt, einmal rechnen, 2 hoch x, mal 10 sind 3. Plus 3 Dezibel hinzu. Das heißt ja, dass jedes Mal, wenn wir zwei gleich große Summanden miteinander addieren, wird jedes Mal plus 3 Dezibel dabei rauskommen. Jedes Mal. Das heißt, wir haben jetzt hier 63 Dezibel. Jedes Mal, das heißt 10 Dezibel plus 10 Dezibel sind, nicht nachdenken, es sind 13 Dezibel. Oder 0 Dezibel plus 0 Dezibel sind, nicht nachdenken, 0 ist das gleiche wie 0, also kommen plus 3 hinzu, also 3. 0 plus 0 gleich 3, das kann aber nicht sein. Ich prüfe das jetzt noch einmal, damit wir es auch da sicher sind. Also 10 hoch 0 ist 1. Okay, und dann nochmal 10 hoch 0 dazu. Ist wieder 1 und dann 2. Ich nehme den Logarithmus von 2, das ist die 0,3 mal 10. Es sind immer diese plus 3 Dezibel. Erstaunlich einfach, oder? Kann man sich merken. Und dieser Auswendig-Lern-Trick funktioniert auch, wenn da Unterschiede zwischen den beiden Dezibelwerten sind. Ich mache mal eine Tabelle. Also 60 Dezibel plus 58 zum Beispiel, 60 plus 54, 60 plus 50 oder 60 plus 45. Ja, also die Grundidee, es gibt immer einen höheren Wert, der bleibt ja erstmal und der andere, kleinere Wert, fügt dann noch etwas hinzu. Also, wir haben also links die Dezibelwerte. Hier ist das Delta 2 Dezibel. Da kann man sich einfach merken, wenn 2 Dezibel Unterschied sind, dann muss man 2 Dezibel, nicht 3, 2 Dezibel ergänzen. Bei 6 Dezibel Unterschied, schauen wir es mal hin, dann fügt man jedes Mal 1 Dezibel hinzu. Ja, bei 10 Dezibel Unterschied, das ist schon viel, dann sind es nur noch 0,4, was hinzukommt. Und wenn der Unterschied größer ist als 10 Dezibel, also jetzt 15 sogar, dann kann man das einfach vernachlässigen. Ja? Einfach, das ist egal. Das ist energetisch viel weiter drunter. Bleibt einfach, wie es ist. So, das heißt, jetzt können wir schnell sein. 60, 58 plus 2 sind 62. 16, 54, da kommt einer hinzu, also 61. 16, 50, 60,4. Und 60 plus viel zu klein, bleibt einfach 60 Dezibel. Ohne Taschenrechner. Aus dem Kopf. Merken Sie sich einfach nur diese Tabelle und dann können Sie ganz schnell Dezibel überschlagen und rechnen. Lassen wir mal überprüfen, ob Sie es wirklich alles verstanden haben zur Verfestigung. Ich schreibe einfach mal ein paar Aufgaben auf. 110 Dezibel plus 112 Dezibel. Komm, das geht ganz einfach. 112 ist größer, 2 dB Abstand, kommen immer 2 dB hinzu, es sind 114. Fertig, da muss ich nicht tippen oder so. Dann haben wir 10 Dezibel plus 0 Dezibel. Klingt schräg, aber es sind 10 Dezibel Unterschied, also 10,4 Dezibel. Oder noch das Einstiegsbeispiel. 1 Dezibel plus 1 Dezibel. Nicht 0, nicht 1, nicht 2. Gleicher Wert plus 3, also 1 plus 3 sind 4 Dezibel.
so einfach, so schnell, aus dem Kopf. Damit kann man Leute beeindrucken. Jetzt nicht in der Disco. Aber jetzt hier im normalen Berufsumfeld eines Akustikers, boah, der kann das einfach im Kopf. Ja, lohnt sich. Mitteln. Wie mittelt man jetzt zwei Werte? Aufgabe wäre jetzt 40, Mittelwert mit 35. Wo trifft sich das jetzt? Das wird ja nicht der arithmetische Mittelwert bei 37,5 sein, weil die größere Dezibelzahl ist ja dekadengrößer. Wird also eher was höher sein. Aber rechnen wir es doch einfach aus. Wir schreiben 10 hoch 4 plus 10 hoch Grad 3,5 durch 10 geteilt. Und das ist ein Mittelwert. Das heißt, wir müssen durch die Anzahl der Summanden natürlich teilen. Das wäre jetzt in diesem Fall durch 2 Summanden. Und davon erst bilden wir den 10er Logarithmus, das Ganze mal 10, um den neuen Dezibel Mittelwert zu rechnen. Wir tippen also 10 hoch 4 plus 10 hoch 3,5 durch 2 und das Ganze mal 10 und wir haben 38,2, sage ich jetzt mal. Ja. Jetzt ist 38,2 gar nicht so viel mehr als 37,5. Man muss sich nochmal klar machen, wir reden über Dezibelwerte. Mal so ein extremes Beispiel. Ich nehme jetzt die 40 Dezibel und mittel sie mit 0 Dezibel, ja, also mit absoluter Stille. Hier tut nichts dazu. Dann teile ich ja diese beiden Werte später durch 2. Und das haben wir doch gelernt. Wenn ich den Wert mal 2 nehme, da kommt plus 3 dB hinzu. Jetzt teile ich ihn durch 2. Das heißt, ich ziehe 3 dB ab. Das heißt, es kann nur auf 37 dB abfallen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn jetzt ein Wert dazukommt, wenn es nichts ist, ich kann höchstens um 3 dB abfallen bei der nächsten Mittelung. Ja? Deswegen haben einmal laute Werte lange Auswirkungen auf den Gesamtpegel, weil die kleineren Werte ja kaum Auswirkungen haben, die nochmal runterzudrücken. Das Mitteln von Dezibelwerten ist ein ganz häufig gemachtes Rechenverfahren, da wir über die Zeit mitteln. Also eine Stunde Waschmaschine, wie laut ist die? Oder 8 Stunden an einem bestimmten Arbeitsplatz, was kommt da an Mittelwert raus? Dann gehen wir natürlich nicht hin, haben zwei Werte, sondern man nimmt immer und immer und immer wieder neue Werte, also so N-Werte, und am Ende wird über den gesamten Zyklus dann einmal gemittelt. Rein rechnerisch passiert also Folgendes. Wir haben hier so eine Menge Dezibelwerte, die mit der Länge ihrer Messung gewichtet werden, einmal immer und immer und immer wieder, und am Ende teilen wir durch die gesamte Zeit, also durch den gesamten Zyklus, und dadurch haben wir dann einen Mittelwert bestimmt. Jetzt werden wir da mal wie jede Sekunde einen Wert ermitteln. Das werde ich wohl kaum dann nachher mich hinsetzen und mit einem Taschenrechner tippen. Dann nehme ich natürlich dann lieber professionelles Equipment, so ein kleiner Rechner mit dabei, der mir das dann automatisch macht. Online, on the fly. Ich sehe also hier den aktuellen Wert. Wow. Jetzt machen wir es lauter. Maxwert, Minwert, das wird alles hier erfasst und dann auch gegeneinander direkt miteinander verrechnet. Und so kann ich immer feststellen, wie laut ein Gerät ist. Nein. Vorsicht mit dieser Formulierung. Sie können feststellen, welchen Schalldruckpegel ein Gerät hat. Plus 6 dB heißt, der Schalldruck ist doppelt so hoch. Doppelt so hoher Schalldruck heißt doppelt so hoher Schalldruck, heißt nicht doppelt so laut. Da muss ich mich selber korrigieren. Nein, doppelt so laut, das ist ein Empfinden, wie ein Mensch es wahrnimmt, hat seine eigene Skalierung. Auch da wieder der Gedanke, das ist einmal so laut, zweimal so laut, dreimal so laut. Also das, was wir auch beim Pegel gemacht haben, also der Energie in der Welle, sagt auch der Mensch für sich doppelt, dreifach, vierfach. Ne? Und deswegen gibt es für diese Wahrnehmung der Lautstärke, was ein Mensch macht, der achtet nicht so auf die Energien, gibt es die Lautheit. Das ist eine eigene Analyse. Schalldruckpegel, Lautheit. Beides basiert auf einem Schalldruckwert zu messen, aber die Interpretation ist sehr unterschiedlich. Wie kann ich also jetzt von einem Schalldruckpegel auf die Lautheit schließen? Wenn ich plus 10 Dezibel habe, ist das gefühlt doppelt so laut. Richtwert. Und wenn ich plus 20 Dezibel habe, ist es gefühlt viermal so laut. Ich habe jetzt den Pegelwert, wie kann ich denn daraus jetzt die Lautheit berechnen? Das geht nicht, das ist zu spät. Also wir haben eine Schalldruckschwankung gemessen und haben daraus dann diesen Wert, diese Energie in einen Pegelwert gedampft. Das ist stark reduzierte Information und dann kriegen wir da nichts mehr rausgerechnet. Da muss man wieder einen Schritt zurückgehen. Ich habe also den Schalldruckverlauf gemessen und gucke, wie ein Mensch diesen Schalldruckverlauf empfindet. Da gibt es ganz andere Effekte. Da gibt es einmal mit über das Trommelfell und dann noch diese Schnecke dahinterher. Da gibt es Ansprechzeiten vom Trommelfell und auch Maskierungseffekte, Datenverarbeitung in der Schnecke. Das sind alles Sachen, die man jetzt aus dem Pegel heraus nicht mehr rechnen kann. Das muss ich in dem reinen Zeitsignal berücksichtigen und dann kann ich das alles auch in meinem Endergebnis sehen. Ja? Ist ein Riesenthema. Da gibt es diese A, B, C, D-Gewichtung. Wie verhält sich der Lautheit? Da habe ich, weil es ein großes, aber auch ein wichtiges Thema ist, ein eigenes Video zugemacht, hier auch mit dem i, wenn Sie es finden. Lohnt sich für jeden Akustiker.
wirklich wichtiges Thema, den Unterschied zwischen Pegel und Lautheit einmal verstanden zu haben. Hier kommt gleich die gute Nachricht. Es gibt mittlerweile auch Geräte am Markt, die können beides, also sowohl Pegel als auch Lautheit, indem sie einfach den reinen Schalldruckverlauf des Zeitsignals erstmal aufzeichnen. Und dann kann ich wahlweise bestimmen, welche Art von Analyse ich auf diesen Schalldruckverlauf anwenden möchte. Hier zum Beispiel verschiedene Analysen. Ich nehme jetzt einfach mal die Lautheit über der Zeit. Das wird mir jetzt grafisch angezeigt. Und was mir bei Lautheit besonders gut gefällt, ist, wenn ich jetzt nichts sage, da fällt der Wert auch weit unter 10. Und wenn ich ganz laut spreche, da geht der Wert auch über 100. Da habe ich genau wieder diesen nativen Wertebereich von 0 bis 100 in dem, was man so als Mensch kennt. Ja? Praktisch, sehr praktisch. Linear durchskaliert ohne dieses plus 3 dB. Es ist einfach eine Zahl von 0 bis 100. Jetzt zum Vergleich der Pegel, also Level über der Zeit. Wenn ich da jetzt laut spreche, dann habe ich auch hier die 100 Dezibel. Und wenn ich nichts sage, fällt der Wert auf 50. Ja. Ist irritierend, ne? Aber es ist halt die Energie in der Welle, die dann durch die logarithmische Skalierung dann immer noch erstaunlich hoch ist. Also erst nach oben raus wird es dann schwieriger, noch weiterzukommen. Das Schöne ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt die reinen Zeitdaten aufnehme, kann ich auch im Nachhinein noch sagen, möchte ich jetzt einen dB, dBa, BCD Wert haben oder möchte ich dann doch lieber die Lautheit haben? Ne? Das ist ja dann noch alle Optionen offen. Ich zeige es mal eben, dann haben Sie es verstanden. Also, ich gehe auf Zeitdatenaufnahme. Ah, jetzt ungefähr doppelt so laut. Ah, und stopp. Und mit diesen Daten gehen wir jetzt in die Analyse-Software.